Oh Mann! Gott, was tun wir jetzt? Läuft die Kamera? Ja, logisch. Ey, bist du bescheuert? Making off! Making off! Die Geburtsstunde von Blankenau ist geschlagen, 750 Jahre her, und mir, ihr, alle dabei. Wahnsinn! So, komm her, wir sind alle zusammen. Making off! Hey, mit unserem Starreporter Tommy Olfchen, unserem Fotomann. Pressefotomann? Unser Kameramann. Unser Baubegleiter, unseren Ritter, ja. Nur für euch! Also ich weiß mal nicht, was... Hey, nein. Fertig? Wahnsinn! Take 7. Take 8. Wie kamen wir zu diesem Wahnsinn? Der Gedanke wurde in der Gedankenschmiede Fritz Häschen am 3. Oktober geboren, 2014. Hier haben sich zwei Verrückte unterhalten und die Idee gemacht, eine Chronik zu kreieren, die so noch nicht präsent war. Ja, unter dem Projekt Breitwiesenfilm haben wir die Sache dann angegangen. Unseren Hauptdarsteller und Sprecher Tommy Häufchen hatten wir sofort im Boot. Weiterhin wurde der Nese, Jürgen Möller, noch mit ins Boot geholt, weil auf einen musste ich ja noch irgendwie drauf rumschimpfen. Und zu guter Letzt wurde noch TB als Held vom Fingerhut noch mit ins Boot geholt, um noch einen fünften guten Darsteller und Kameramann zu haben. Übrigens, den haben wir dann auch noch ermordet. Scheiß Kasper. Ja, zum Schluss, deswegen ist er jetzt nicht mehr dabei. Schwierig gestaltete sich der erste Part mit den Kelten. Um hier eine geeignete Wand zu finden, hatte Tommy die gute Idee, beziehungsweise hat er zwischen Zahmen und Rosenfeld diesen Burgwall, nee Quatsch, diese Ringwallanlage bzw. den Steinhaufen gesichtet, den wir im Herbst, Anfang November, dann auch als erster Drehschauort nahmen und haben hier die Keltenszene gespielt. Warte mal. La 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 Bamba. Gradient. Aus in New York. Der Boden unten links. Ja, Aufnahme. Aufnahme. Top, top. Boah. Was ist das hier? Die App. Was soll man hier? Andreas, die App, sie funktioniert. Geil. Oh. Wo sind wir hier? Das ist am Ohr des Wegs, da Leute die Glocken. Scheiße! 12 Uhr die Glocken! Die Glocken von Rom! Glocken von Rom! Hier, Andreas, dadurch, dass du kein Mikrofon hast, ja, musst du richtig laut sein, damit das dann auch da reinkommt. Ja. Zeig mal her, wie war denn das? Jetzt kannst du schaffen, dass man die erste Sequenz einfach nur mal bewegt. Fertig? Okay. Boah! Ey. Was ist das? War Wahnsinn! Die App! Andreas! Auto! Auto. Guck mal, hier waren Autos! Wer verrückt! Boah, geile Kiste! Okay, gut, egal wie es wird. Hallo. Ei! Die Glocken! Schraube. Ja, das geht gar nicht. Da waren auch eben noch die Glocken dran. Das gibt's doch gar nicht. Und das kann ein Wagen sein. Schießen ab! Es ist Mittagszeit, jetzt merkst du, die Autos haben nachgelassen. Ich glaube,
schon wieder ein Auto. Kannst du kein Porno drehen? Sehen uns ja nicht. Da fliegt er, der Blödmann. Ja. Der sucht uns. 12. Das war ja kaputt. Läuft das Ding eigentlich weiter? Ja. Catering? Futter bei den Fisch. Fittemis. Ach, Fittemis, genau. Ja. Das ist auch so am Hang gelegen, aber scharf da. Ready to go for rumble. Hä? Du musst stöhne mal lauter, ich höre dich kaum. Ich weiß dann nicht, wenn du fertig bist. Ja. So. Schön laut stöhnen. Warte. Go. Wahnsinn, Andreas. Wahnsinn. Abergläube sind die Kelten. Wahnsinn. Oh, ein riesiges Gewitter zieht auf. Tick. Tick, Schnitt, Schnitt. Schwimmbadwetter, hä? Ja. So, hier haben wir die Schauspieler. Kälte. Was haltet ihr von der Sache? Seid ihr von dem Film überzeugt? Ich bin der Geilste. Oh Gott. Was sonst? Wie seid ihr eigentlich zu dem Film gekommen? Tja, Andreas. Ja? 10 Weizen aus dem Menschen doch machen. Verdammt. Ich kauf nie mehr was. Fick dich. Das hat schon ganze Generationen niedergemetzelt. Sauberei. Ideenwerkstatt. Spritze hieß sie. Ja, kriegt dann auch jeder einen Oscar. Ja. Oscar, kann man den trinken? So, ich würde sagen, wir schalten mal direkt an den nächsten Drehort. Guck mal, wie das Wetter ist. Ja. Mal meine App starten. Los geht's. Was sind wir denn hier? Mal richtig geiles Wetter hier. Wahnsinn. Die zweite Szene, Bonifatius. Ja, da waren wir schnell bei der Hand, nachdem wir im ganzen Umkreis, Landkreis schon fast gesucht hatten, sind wir in die Hummelswies gekommen und haben dort hinter den Weihern quasi die Zunge, die Wiesenzunge, die verwildert ist, genutzt, um hier unseren Schauplatz zu haben. Warum heißt die Hummelswies? Ja, da fragst du mal einen Tommy. Weißt du's? Nö, hat er einen Hummel fallen lassen. Es muss ja noch ein paar Rätsel bleiben. Zumindest haben wir hier den Bau des Klosters zu Fulda 1744 nachgespielt. Und ich war hier der Sturmius-Bauherr. Oh, was ist das? Was ist das? Ist ja total Chef. Chef? So Chef nach schief. War gut. Mann. Ja, und wo kamen die ganzen Requisiten? Wo habt ihr die hergehabt? Für die Leute, die jetzt zuhören? Ja, die Requisiten, die Hardware haben wir uns zusammengezimmert. Ein Teil
Hammer zum Beispiel wurde aus dem Museum mitgenommen oder beziehungsweise wurde dort ausgeliehen. Und die Klamotten wurden genauso aus dem Museum zur Verfügung gestellt, von den Heimatfreunden Blangenau. Und das urige Bier wurde ausgegraben? Nein, das wurde nicht ganz ausgegraben. Das gab es beim Logo Rosenfeld zum Kaufen. Bonifatiusbräu. Anno 2014. Jawohl. Ein Bonifatiusbier. Andreas, ich glaube, wir sind richtig. Lass uns hingehen. So, seid ihr fertig? Ich will gerade noch überlegen. Warte mal. Habe ich eine Kopfbedeckung? Hey, hat man ausgesprochen dafür, dass, weil du so eine schöne Platte hast. Dass das Original bleibt. Dass das Original bleibt. Du kannst vielleicht am Anfang noch die Kapuze. Der Klu-Klux-Klan? Nein, die haben weiße Mütze. Das ist der Klu-Klux-Klan? Hier, das kommt auch gut. Der Kuckucks-Klan. Das ist der Kuckucks-Klan? Ist das der Klu-Klux-Klan? Ja. Ein Strich auf den Kuckuck. Ich sehe ein Kreuz. Ein Hakenkreuz. Bist du schon auf Wellenlänge? Bist du schon auf Wellenlänge? Super, geht's dir wie uns? Aber wir sind schon ein bisschen Schritt weiter. Und los! 144. 744 ließ Bonifatius das Kloster zu Fulda bauen. Zu Fulda. Ja, ich weiß nur noch, was ich dann schwätze. Genau. Wir sind irgendwann an einem Punkt angelangt und weißt du, was ich schwätzen soll. Du hast nicht auswendig gelernt. Euer Drehbuch. Welchen Text? Ja komm, ich glaube, wir fängen das erstmal durch. Greifen wir zum Schwert und helfen ein bisschen nach. Schmerzen muss leiden. Meine Beine! Jetzt muss leiden. Aber gut. Scheiße! Nein, das war nicht scheiße, war gut. Wir kommen immer ein Stückchen weiter. Hey, was Hummel. Machst du mit dem Schild? Hummel! Das wird ja noch schlimmer. Ich kann nicht mehr! Leck mich am Arsch! Hummel, erst ansprechen, wenn wir das mit dem Bier fertig haben. Dann kannst du uns fragen. Ja, ist das Bier fertig? Ja. Ja. Irgendeiner fängt an mit dem Bier, wenn wir das mit dem Bier fertig haben. Und dann? Ja, ist okay. Da also, Urmels, Bier ist für dich ein Stichpunkt. Außer Sauberei hast du auch nicht. Die haben es ja auch drauf. Ne? Ja. Mann. Typische Mönche. Ey, so festgeklappt. Ey, mach's doch selber. Wenn du es nicht besser wirst, würde ich denken, das wird nix. Komm, auf ins nächste Jahr raus. Mal gucken. Ui. Das war der. Gut. Ich habe die auf Aufnahme gedrückt. Oh Mann! Wenn das jetzt in einem Kasten ist, hat mir eben gerade an so einer Brett essen. Na und wir treppen da hinten. Und die Geschichte geht aber immer schön und flüssig das weiter. Hat dann auch gut gepasst mit dem Bier. Ich habe gedacht, wann wollen sie denn endlich Bier trinken? Wir waren uns dann einig. Ja, wir haben unseren Zeitplan eingehalten. Ach, gut. Ich hätte gedacht, das müssen wir noch. Das müssen wir was ohne Klappe. Ja. Ach, die Klappe im Kofferraum. Ja, siehste. Mein Gott, wir haben jetzt die zweite Dinge am Kasten. Ja, das soll. Dass das Ding jetzt überhaupt im Kasten ist. Eine andere Lokalität? Ja. Hatten wir hier. Auch im Ort. Genau. Und zwar da. Das Spital war die Kulisse für die Klosterszene mit den zwei Pinguinen. Bertrades. Bartrades. Und ihre Gehilfin, die Tochter des Hermann von Blankenwald, die hier ihren Dienst am nächsten vollzog und den Garten pflegte, der im sehr schlechten Zustand war. Und immer noch ist. Und immer noch ist. Bitte, Dicker, guck dir das mal hoch. Hey. Was meinst du da? Oh, guck dir mal die schöne Blume hoch. Schöne Blume, das ist gar keine Blume mehr. Wo sind die da hin? Oh. So, jetzt machen wir kurz mal einen Text.
Oh, die schöne Blume. Oder? Ich weiß den Text nicht mehr. Du musst stehen bleiben. Ja, also wenn ich das jetzt so höre, dann hört sich das nicht an wie so eine Räubesiedlung, dann hört sich das wirklich an wie so ein Abgang. Sonst man vielleicht den Abgang von dem Kloster. Ja, ich bin irgendwie noch im Abgang, da hast du recht. Weißt du? Ich bin im Abgang. Alles scheiße hier, alles dreckig, wir dürfen dann mehr am Land bleiben. Also mir erzähle erst ein bisschen die Geschichte. Nee, das machen wir andersrum. Guck mal, wer mit dem Tag. Die schöne Blume, selbst im November blühen die noch. Ist das nicht schön hier auf unserem schönen neuen Kloster. Ja, oder so. Man kann es ja so rum ausdrücken. Ja? In der schönen, hellen, lichten Au. In der schönen, hellen, lichten Au. Genau, ja. Deswegen ja, okay. Sagen wir hier, Blankenau. Genau. Hello! Eintreffer, das ist Bayer. Wahnsinn, Wahnsinn. Die drei ersten noch hier in Blankenau und wir live dabei bei der Besiedlung. Nein, den Text vergiss es. Nein. Wahnsinn! Wahnsinn! Oh, scheiße Auto! Da war so Motorsäge! Tommy, ich bin der Tommy. Und der Überlegen sagt dann Tommy. Ja, und ich bin der. Tommy. Tommy, genau. Achso, genau, sagst du dann. Tommy. Der Tommy, der Bruder von der Pippi. Nee. Doch, nee. Scheiße. Genau. Du. Wir haben noch sehr viel Arbeit hier in unserem Melissengarten, Klostergarten. Ein Hintern voll Arbeit. Genau. Wir haben hier noch einen Hintern voll. Du musst dich so auf den Arsch schauen. Wir haben hier noch einen Hintern voll Arbeit. Die Szene war etwas langwierig, weil, ja, 3 Stunden. Arschkalt. Arschkalt, bis er endlich mal im Kasten war. Nach zig Versprechern. Ich habe in die App eingegeben 1280 und jetzt überlege mal, was war denn 1280? Das war die Zeit des Klosters in Blankenau. Scheiße. Berdi, dass ich nicht lache. Eher Party. Ja, wir pflegen hier den Klostergarten. Quatsch, ich habe Scheiße gebaut. Die Patrades. Patrades. Wurde das Kloster aufgelöst, es wurde auch gefährlich auf dem Lande und wurde in eine reine Propstei umgewandelt. Wiggle, 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 wiggle. Zigarette weg. Blankenwald. Und das? Ich bin Patrades. Die kleine Schwester. Da guckt ihr mich so an. Bertrades. Ja, Bertrades. Bertrades. Das war, also ehrlich, wir haben die Hand gespielt, da war der Kanzler, der Jonathan, der konnte uns zum Schluss nicht mehr angucken. Der hat immer einen Lachkampf gekriegt. Der guckt mich an und grinst mich an. So alle lachen. Wie soll ich denn da jetzt bleiben? Ja, okay, ich bleib erst, okay? Wir brauchen sie noch für unsere Klosternonnen. Wir wollen nämlich einen Melissengeist machen. Jetzt haben wir uns damals auch schon hier. Ja, liebe Gäste, wie wir sehen, das ist ein Wahnsinn hier, dabei live zu sein. Aber es war schon gar nicht schlecht. Ja. Eine kleine Zeitreise für Blankenau, für die 750-Jahr-Feier. Und dürften wir mir mal Ihnen so ein paar... Nein, Tommy, du sollst das Gelaber von der 750-Jahr-Feier weglassen. Okay. Wir sind hier von der Klosterzeitung. Peng, aus! Ja, genau, wir sind hier von der Klosterzeitung. Listen, Bertrades, seht nur, wie schön die Blumen blühen. Hier, in dem tristen Novemberwetter. Hier in der hellen, schönen Blankenau. Hör auf. Ich werde den blöden Text noch reinkriegen. Das ist November weiter. Ja, ich bin Lucizia und bin die Tochter des früheren Ritters Hermann von Blankenwald. Scheiße! Was denn? Lucizia! Ja, gut, das hätte ich jetzt, ich hab's gemerkt. Lucades! Ich hätte es gemerkt. Scheiße! Da wäre halt die Lucizia. Irgendwo anders heißt es vielleicht auch Lucizia. Entschuldige Sie mal kurz,
dürfte ich mich vielleicht erstmal kurz vorstellen. Also das ist der... Der Andi. Das ist der Andi und ich bin der... Tommy, ja. Der Tommy, der Freund von der Pippi. Oder was ist jetzt? Ich konnte nicht. Was denn? Scheiße, nochmal. Das sind Bertrates. Seht nur, wie schön die Blumen strahlen. Hier in unserem Novemberwetter. Die sind verstrahlt, die Blumen, hä? Ah! Schau die schönen Blumen. Hier in unserem schönen Novemberwetter. Weißt du, was ich hier denke? Wir waren ja schon mal so weit, dass wir kurz bis vor dem Schluss waren. Ja. Und jetzt, wir bewegen uns immer weiter nach vorne. Zur Zeit schon. Ich krieg das jetzt gebacken. Kein Thema. Ja, ich bin Lutizia und die Tochter des... Kades. Und wir haben einen Hintern voller Arbeit für diesen Riesengarten. Du. Ich. Äbstissen, ja. Abtissen. Oh, ich werde dich noch wahnsinnig. Du sollst da nicht dauernd hin. Ich sehe nichts mehr. Und wir haben einen riesen Arsch. Scheiße! Wir haben einen Riesenarsch! Verdammt, das hat so gut gelaufen! Wir haben einen Riesenarsch! Ja, das hätte wahrscheinlich bis zu Limo. Sollte übrigens die Szene sein, die am schnellsten gehen sollte. Genau. Halbe Stunde angesetzt, 3 Stunden kalt gewesen. Ich hab eisig kalte Eier. Schnauze jetzt. Nee, sie macht da warme Gedanken. Hier, ich hab eisig kalte Eier. So. Läuft das Ding? Andi, noch ein Meter und ich weg gegen die Blaue. Ja. Ah, oh, wie will ich das tun? Nein, es geht kalt um die Eier. Schnauze! Hier so schön heiß Äpfelsuppe, das wäre jetzt genau das Richtige. So schön heiß Kartoffelsuppe, so richtig dick, fett. Nee, wo sind eigentlich die Betreuer für die Stars? Hä? So ein Catering bräuchte man noch. Catering wäre gut. Ja. So war Boxen, Ludo. Ja, wir können entspannen. Wir müssen jetzt mal Gas geben, bevor ich hier wirklich noch wegfriere. Wir können jetzt entspannter an die Sache gehen. Ja, genau. Wir gehen total entspannt an die Sache ran. 14 Minuten Aufnahme. Jetzt. Aber okay. Jo, Action. Oh, Mann, Andi, hier noch einen Meter und ich wäre voll hier gegen die Mauer gelaufen. Boah, das hätte ganz schön wehgetan. Ja, und vor allen Dingen, da weißt du, was das Beule gibt? Da passt der Hut nicht mehr. Das hätte Beule gegeben, so dick wie 2 von 0 Brot. Also, das Nein. ist der Andi und ich bin der... Du bist der Tommy. Der Tommy, ja, der Tommy, der Freund von der Pippi und der Bruder von der Annika. Wir sind von der KZ, von der Klosterzeitung. super, sage ich nur. Ja. So, Feierabend. Also haben wir im Prinzip 3 große Akten. Obwohl das ja. Sober. Sober, der Ureinwohner. So. Yeah. Ich sag. Ist für deine Frau die Aufnahmen. Hä? Ist für deine Frau die Aufnahmen. So. Jetzt kommen wir zur Szene mit Probstmord. Drehschauplatz war hier die alte Schule hinter der Kirche, das Treppenhaus quasi. Heute Bibliothek und Lager der Heimatfreunde und auch der Kirche. Hier wurde die erste Teil der Szene gedreht, wo auch erklärt wurde, warum
der Mörder dann auch überführt wurde, wegen den Schuhen, wegen den Holzpantoffeln. Und mir war kein Schuld. Ja, und jetzt kommt's raus, im Prinzip war Tommy und Andreas dran schuld, weil sie ihn gestört haben. Mhm. So ist die Aufklärung. Dumm gelaufen, Herr Kiesel. Tja. Scheiß Zeitmaschine. Und wo tun wir jetzt die Fährbisse, also die Schuhe hin? Wenn wir, brauchen wir da oben. Ach, hier? Brauchen wir hier, die brauchen wir oben. Genau. Wir sind ja gerade in dem Raum drin. So, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wir sind oben, gehen durch die Tür, kommen die Szene hier, lass aufschreien. Du erzählst da was? Ja, erst erzähl, dann geht hier langsam hin und dann. Lass aufschreien? Wenn wir dran sind, zum Tor und dann erzählt ihr den Rest. Genau, dann ist er wieder tot, oder wenn richtig tot, dann erzählst du den Rest. Aber dann machen wir aber von hier, gehen wir dann die nächste Zeitreise und gehen nicht erst wieder die Treppe runter. Die nächste Zeitreise ist zurück. Ja, aber gehen dann zurück. Wo wollen wir denn den ganzen Text machen, wie, wo, einfach? Den Haupttext machst du am Anfang. Nein, am Anfang erzählst du, wo wir sind, ja. Und dass der Bruchsmord hier war und der Kiesel. Und dann gehen wir die Treppe hoch. Sagst du, wir gucken mal, gehen die Treppe hoch, sehen die Schuhe, dann erzählt sie Geschichte zu den Schuhen. In dem Moment geht dann die Tür auf, Schock, der schnappt sich ein paar Schuhe. Und dann zeigst du auf, oh, waren wir also dran schuld, dass er die falschen Schuhe geschnappt hat. Und dann gehen wir rein, sind wir hier. Dann steckt der hoch und dann erzählt er den Rest von der Geschichte, wie sie ihn gekriegt haben. Mhm. Würde ich sagen. Ja, machen wir so. Ach, warum ist denn hier so scheiß dunkel? Ich will ja schon mal Licht machen, sonst sehen die Leute ja gar nicht. Wie lief das denn zuhängen da? Warte mal, der hat es gewandt. Oder wird es hier oben noch dunkler? Oder müssen wir es hier oben machen? Ich würde sagen, die Schuhe hier hingestellt, hast du es voll im Blick. Und der andere kommt von hier, oder? Ne, hier oben geht's kaum nicht hin. Hier, von hier hinten. Hier, die Schuhe hier weggenommen. Oh, da hast du die Leitung drin, das geht auch nicht. Nee, du bist hier vorne. Wir stehen hier vorne ganz eng, das Gedränge, würde ich sagen. Ja. Also hier quasi. Da kommen wir so. Auch raus. Ja, da kommen wir noch raus. Ja, da kommen wir raus. Geil! Warte, lass ich nicht auf Aufnahmen. War geil. Ich muss ja runterwetzen, ne? So, komm jetzt. Wir waren noch, wie war's? Gut, sehr gut. Also, das hat mir gefallen, diese Sequenz. Jetzt. Lass uns Gedanken machen, wie, wann, wo, was an Geschichte mäßig jetzt rein soll. Das ist wichtig. Also wir landen da unten. Ja. Oder wollen wir hier landen? Ne, ich finde es gut, wenn wir die Treppe hochgehen. Gut. Das kommt gut. Das Geknirschen, diese alte Treppe. Das hier, du machst jetzt 5-6 Mal hoch, bis du es drin hast, was du erzählen willst. Boah, hier, eine aufregende Zeit, die Zeit des Klosters. Jetzt. Was? Hat sich schon geführt. Mit seinem Bruder zusammen und diesem Hermann Bayer den Propst zu ermorden. Wie das damals zur Zeit war, dachten die, hier gibt's viel Geld und Gold. Mann, du warst so gut drauf! Was war denn das jetzt? Das Handy hat geklingelt! Ja, das hätten wir gar nicht gehört. Da haben sich Kaspar Kiesel, Hermann Kiesel und Heinrich Bayer und machten aus, den Propst Emilien von Riedheim zu ermorden. Hey Mann. Hä? Hier, hast du auch noch das Lichtschalter gefilmt? Nee, hab ich nicht. Scheiße, echt nicht? Nein. Scheiße! Ich hab gedacht, weil du da genau drauf leuchtest. Nein, da hab ich schon drauf geachtet. Okay. Ich wollte zur Tat nach Fulda. Oh, das war genau mir ein. Leck mich am Arsch, Marie! Wir kommen mal eine Treppenstufe jetzt höher, wir sehen. Gott, Klappe, 10, die 15. Gut. Jo. Hey Andi, eine aufregende Zeit, die Zeit des Klosters. Und jetzt? Scheiß dunkel hier. Warte mal, machen wir mal den Propstteil Licht. Ah, da ist er ja. Film mal nach oben, mach mal Licht nach oben. Eingegeben habe ich den 18. Januar 1699. Oh Mann! Andi! Der Werner! Der Werner! Werner! Ah, ja. Mein Herz. Und meine Seele.
wie die Lichter angekommen. Das war gar nicht schlecht. Ich fand's gut. Vielleicht kommt es ja von Stein. Andi, das war der Tag, an dem der Propst Emilian von Riedheim ermordet wurde. Jetzt auch nicht, wir sind hier mittendrin. Boah, ich denke schon, ich ahne Schreckliches. Wie, willst du jetzt da hochgehen? Ja, lass uns schauen, ja, wenn ich schon mal hier bin. Na gut. Aber leise. Auf äußerste blutige Weise wurde er ermordet. Scheiß mich mal in die Hose. Und weißt du, wie das rauskam? Nee, aber du wirst uns wahrscheinlich gleich. Kommissar Zufall hat das Rätsel gelöst. Nach dem Mord vertauschte Kaspar Kiesel die Schuhe. Schön blöd. Oh! Oh Mann! Oh mein Herz! Was war das? Ob das Kaspar Kiesel war? Ich glaube, diesmal haben wir so. Das war gar nicht schlecht, weißt du warum? Was war nicht schön? Weißt du, was nicht gerne? Das war gut, ich meine, war glaube ich egal. Na komm, nimm dich mit. Der zweite Teil wurde dann im Museum gedreht, am Originalbett des Propstes, was dort aufgestellt ist. Und hier kam wieder unser Thorsten Balser zur Geltung, der als Propst ermordet im Bett lag mit Dolch in der Brust. Ja, macht bloß nicht. Genau. Jetzt sagen wir, der verdammte Kaff. War übrigens auch der Originaldolch, oder? Das war der Originaldolch laut Museum, der dort auch als Requisite quasi herhalten musste. Er schrak auf und starb. Nach dieser Szene wurde dann auch die ganze Chronik fallen gelassen, bildlich für die Zuschauer, weil es wurde den Zweien dann doch etwas zu hart. So, wie fahren wir jetzt besser? So, pass auf. Oben durch die Tür, wir haben es wieder dunkel. Tommy, du läufst vom Andreas her. Die Perspektive quasi ab hier. Ja, wir fangen hier an. Ich laufe dir so hinterher. Genau. So. Genau. Wir sind jetzt die Tür durch und dann kannst du loslegen. Bist du nass? Oh, Andi. Kiesel. Ich lasse den Kiesel erst hochkommen. Ist nass. Ja. Stimmt. Darf ich eigentlich nicht sein, ne? Nass geschwitzt. Mann, ich bin putschnass geschwitzt. Genau. Oh, scheiß Kasper. Oh, zwei Schokoladen flecken mich doch am Arsch. Die Mörder, die wurden gefällt. In alle vier Teile zerrissen, ihre Leiber in alle Straßenplanken aus ausgehängt. Ein ganz grausames Spektakulum, sagte man damals. Ja, haben wir ja auch mal. Das lassen wir aber, glaube ich, draußen. Scheiße! Oh, Andi. Dann, wir fangen nochmal an. Ja, eins, zwei, Viertel vor drei. Oh, Andi. Andi, lass uns verschwinden. Das ist zu viel für mich. Nee, du erzählst ja jetzt die Geschichte. Gut. Als er von Kaspar Kiesel getötet worden ist und wir mitten dabei bei dieser grausigen, schrecklichen Tat. Andi, lass uns verschwinden. Das ist zu viel für mich. Oh. So, wollen wir noch irgendwas machen hier? Eine, ja. Aber ich meine, dass das jetzt noch was bringt. Wir wissen ja gar nicht, was für ein Text jetzt reinbringen wollen. Klar. Was denn? Ist das viel Text? Ne? Boah! Die zwei kämpfen, wir landen. Ach so. Ja, hier, eigentlich wollte ich
zur Burgschleifung. Ich glaube, wir sind da zu früh. Und dann entdeckt er uns und rennt uns hinterher und hier. Ja, eine Szene war auch noch ganz lustig. Die nämlich im Wald, das Schleifen der Burg, wurde am Originalschauplatz quasi gedreht, oben an der Heimburg. Auch hier quasi zu sehen durch den Wald. Gut, jetzt nicht, aber man kann sich's dahinter vorstellen. Denken wir uns mal 750 Jahre zurück. Genau, Kopfkino. Da hätte sie vielleicht gestanden. Nee, da hätte sie gestanden. Da stand sie. Hinter den Bäumen. Seht ihr ja in dem Film. Genau, hier wurden natürlich harte Kämpfe durchgeführt. Ohne Stuntman? Nein, live selber. Hier kam Thorsten Balzer als Ritter oder als Kämpfer vom Abt Fingerhut von Fulda zur Geltung und er stach mich mit seinem langen Schwertkampf, durchstach mich und besiegte uns somit. Hm. Ja, die zwei mussten auch ruckzuck flüchten. Wie man sah, weil der wollte auch auf die Toilette. Toilette? Ganz dringend. Ja. Nee, der hat uns verfolgt. Genau, der hat euch verfolgt und wollte euch auch lynchen. Der Sack, sonst ständen wir heute nicht hier. Glück gehabt, Andreas. Mhm. Mhm. Boah, Andi, hier, komm mal her. Das ist ein schöner Mond. Boah, ja, toll. Andi, wo sind wir jetzt eigentlich? 1264 habe ich eingegeben. Okay. Ich mache erstmal eine Pause, auch eine. Ja, hast recht. Was ist jetzt eigentlich hier? Ist hier Burgschleifung oder was? 1264, die Zerstörung der Burg Blankenwald durch Berdo ab von Fulda. Damals legte sich der Abt von Fulda mit zahlreichen, was weiß ich für Männer, Reo. Ja, dann kommen wir noch zu der zwei Hauptszenen, und zwar in Wartenberg. Hier traf man sich bereits am Karfreitag 2015 um 6 Uhr morgens, um den Drehort zu begehen und dann zwei Szenen zu drehen. Da weiß ich, da haben drei Leute noch eine harte Nacht gehabt, weil vorher Sitzung war. Der Heimatfreunde. Leider erst um 3 Uhr heimgekommen sind. Aber um 6 Uhr waren sie pünktlich da. Und aber am anderen Tag verdächtigt wurden, sie wurden zu Hause abgeliefert durch ein Fahrzeug, ein silbernes, um 6 Uhr morgens. Nach Aufklärung, dass das nicht der Fall war, staunte man nur. Aber mit Hallo. Also, 6 Uhr treffen, alles laden, Frühstück inklusive. Wir sind am Set angelangt. Wo ist Kavi? Wahnsinn! Wir haben doch keine Zeit! Keine Hose. Nur soll ich die lange Unterhose. Du hast wieder lange Unterhose an. Schmeckt auf die Seite. Danke! Wahnsinn! Hier, dein Wahnsinn lässt du mal weg heute. Hier, da laufen schon Wetten. Eins! Also wenn sich das noch ein bisschen steigert in meinem Leben, dieser Wahnsinn, den wir hier betreiben. Zwei. Irgendwann alles gemeinsam in der Klasse. Ja. Ich glaube, der Chronik, das ist auch der Hammer, oder? Irgendwie schon der Hammer. Wie ist das? Ja. Wahnsinn. Firma. Das war eine total gute Idee. Den ganzen Sand erstmal. Säcke. Allem hätte es halt voll aufgeschickt. Ja, sieht das was aus? Den noch rein. Ich habe beim Leben schon viel gemacht, aber das ist eine der härtesten Aktionen. Ganz klar, wir stehen unter der Top 10 Kombi. So, und um 7 Uhr bestieg man die Burg Wartenberg, die Ruine. Hier wurde die Location erstmal noch erörtert, wie und die Reihenfolge.
Die Texte wurden vor Ort immer geklärt. Wir hatten also kein großes Manuskript, was wir vorher uns aufgeschrieben haben, sondern es wurde live vor Ort so lange probiert, bis die Szene so stand, wie wir es uns gedacht haben. Also Drehbuchschreiber hatten wir keinen? Nee. Wir hatten nur Kopfkino und live vor Ort. Und einen geilen Geschichtenerzähler. Ja, und einen geilen Geschichtenerzähler, der natürlich seine ganzen Geschichten schon in- und auswendig kennt und natürlich auch zum Besten geben kann. Unser Tommy Häufchen. Sag doch mal. Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist geil. Und mit Schall. Wahnsinn! Sogar noch mit Echo. Neunmal. Echo. Ja, erste Szene, die wir dort gedreht haben, war die des Burgbauens. 1230, so angenommen. Hier hat Hermann von Blankenwald seine Burg errichtet. Waren wir oben auf dem Turm und haben hier drei Styroporsteine runterfallen lassen, in Sand gebettet. Und ja, zum Glück war keiner erschlagen worden. Ja, hatten wir auch extra den TP eingestellt, um Töne zu machen. Genau, TB musste dann immer schreien, wenn einer unten erschlagen wurde. Und das ist mehr als einmal quasi zur Probe schon 20 Mal passiert. Können wir vielleicht auch hier hören? Ah! Du hast einen Schrei noch immer! Ah! Wo ist denn? Ah! Geil! Wo ist denn? Ah! Absolut! Geil. Was denn? Ich kann es. Ah, nochmal. Du hast nicht nochmal deinen Text. Rummel. Du hast den Porto drauf. Ja, den Text drauf. Wem man das so mache. Na? Wer seid ihr denn? Schickt euch der Ritter von Ziegenhain oder gar der Ritter von Wadenberg? Götz, Fridolin. Götz, kennst du wieder? Götz, Fridolin von Bernstein. Götz von Berlingen. Fridolin, nein. Götz von Berlingen sagt, Spaß muss sein und guckt die Eier mit hinein. Sag doch. Götz, kennst du wieder? Engelbert von Strauß. Engelbert? Von 30 vorbeischauen. Aha! Oh! Oh! Ein Unfall! Wieder mal die Finger. Wir holen sie alle wieder hoch! Du brauchst nicht anzugucken, weil der dich nicht filmt. Richtig. Aber du musst dann, wenn ihr vorkommt. Hier ist ein schlecht Wasser gar nicht. Geh doch einfach so an um den Arsch aus. Und Steine! Jetzt war das! Bitte schön. Oh, genau drüber, der macht genau am Fenster vorbei. Ja? Das riecht es hier schlecht also, wegen. Das ist mit mir noch liegen. Und habt ihr schon Wegzoll gezahlt? Text vergessen. Wer seid ihr denn? Schickt euch der Ziegenhainer oder mein Freund Ritter von Wadenberg oder auch sogar Scheiße. Ja. Oh. So früh. Komm, da sind ja nur noch zwei Steine. Wir haben keine Steine mehr. Wollen wir mit Sand hier bauen? Ab, schleich dich, Knappe. Wie war das zu machen? Ab. Mann. Ein Alter, das muss man selber machen. So ein Knappe. Diese Geschichte, die geht noch weiter. Die war hart. Die war knüppelhart. Anni, weißt du was? Lass uns mal das Jahr 1264 gehen. Zur Schleifung der Burg. Das geht interessant. Auf geht's! Wow, gut. Ja, war die letzte Sequenz war nochmal. Die erste hält mir besser gefallen. Nein, du guckst dich jetzt mal an.
Vor allem 8x38. Kannst du noch entscheiden. Hä? Kannst du immer noch entscheiden, wie macht den anderen. Ja, ja, weil die anderen das wird. So, Knappe, räum mal hier auf, ich geh schon mal runter. Jetzt soll das nicht mit Bein machen. Alles einfach nur. Die Steine hab ich schon mal runtergetan, Chef. Ja, so. Ja, nachdem dann die zwei abgeschwirrt sind, oben auf der Burg, und Nese als Knappe oder Maurer die Steine alle wieder hochholen musste, sind wir dann zur zweiten Szene auf Wadenberg gekommen, und zwar nach der Burgschleifung. Hier haben wir das Areal genutzt vor der Burg, wo noch Steine, die Wadenberger noch zum Bauen gelagert haben, in der Wildnis. Dort haben wir dann die Szene gedreht, und hier wurde Hermann von Blankenwald wieder vom Thorsten Walser, der Ritter vom Durstigen Thorsten. Der durstige Thorsten, ja, wurde abgeführt, genau. Und Nese als tapferer Soldat des Hermann von Blankenwald lag in den Ruinen durch Schwertet eines Schwertes. Und dort wurde ich abgeführt, genau. Ja, das war. Ich glaube eher, der ist beim Biertrinken direkt ein Schwert gefallen. Irgend sowas. Das könnte natürlich auch sein. Und dann rückwärts umgefallen. Deswegen war in dem Horn auch nicht mehr viel Bier drin. Und deswegen, Andreas, musste dein Bier herhalten. Leider, ich hab noch Durst. Ja. Okay. Du trinkst mal, du säufst das. Nein! Du gehst her, säufst das Ding. Du siehst dich auch gar nicht mehr. Und ich gebe mir noch eine. Oh. Das ist viel für dich. Entschuldigung. Schmerzen durch Leiden. Schwert muss auch rein. Achso, Entschuldigung. Schwert ist drin. Gut. Schwert steckt. Wow. Mittendrin. Gerade nur dabei. Ich werde verrückt. Ein Ritter führt den Hermann von Blankenwald ab. Es ist wohl ein Ritter des Abtes von Fulda. Ja, 1265. Damals nahmen die Auseinandersetzung. Oh, immer weiter. Was soll das sein? Der war gut. Das war gut. Habt ihr nicht richtig gedreht? Und jetzt? Lass uns weitergehen. Zum Kloster? Natürlich. Die nächste Station von Blankenau. Na auch. Und wer beerdigt den? Den lassen wir liegen. Okay. Jo, das war aber die letzte Szene, die wir gedreht haben, gell? Ja, das war die letzte Szene am Karfreitag, wie gesagt, 2015. Wahnsinn! Das war natürlich... Das war der Wahnsinn! Genau, es hat genau gepasst, die Pause von dir, wo ich das zu ihm gesagt habe. Ja, ich schlafe voll schnurren. Ja. Ja. Nee, war gut, war absolut. Auf geht's, Zampagen, Ende. Boah, wir haben's gepackt, wir haben's gepackt. Zack, 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 die Flak. Hier. Wir können ja jetzt noch ein paar Szenen machen, Interviews. Jetzt haben wir die Klamotten an. Jetzt auf die Interviews machen. Hey, Jürgen, wie hat's dir denn gefallen? Wie der Film ein Erfolg? Wie total geil wie das. Irgendwie schon so. Ach, der Andreas filmt wieder. Ah, ja. Alter, da! Die letzten zwei Tandem. Hast du dich rasiert? Die letzte zweite Hand. Scheiß nimmt. Was halten Sie von Ihrem Filmpartner? Ja, Angst durch Schmerzen. Schmerzen durch Angst. Ja. Also während der Filmszenen war er echt hart. Aber so danach
habe ich doch das längere Schwert. Ich brauche mal ein paar neue enge Hose. Gib mir dein Bier. Ja. So, ja. Das war der Dreh zu unserer 750-Jahr-Feier von Blangenau 2015. Für die Chronik am 25. April im Bürgerhaus. Mit dabei unser Hauptakteur und Sprecher Tommy Häufchen, du das Original. Du wolltest Pizza für Jahreszeit mit Salami, Schinke, alles dran drauf. Als weiterer Darsteller unser Nese. Wir haben ihn gesehen als erstes Bauarbeiter beim Bonifatius-Bau. Das machen wir nochmal. Wir haben ihn gesehen im ersten Akt, im zweiten Akt von... Scheiße. Wir haben ihn gesehen... Als die Nonnen noch Bärte hatten? Genau. Wir hatten ihn gesehen in der Szene, als die Nonne noch Bärte hatten. Wir haben ihn gesehen, Burgbau... Zu Babel. Zu Blankenburg. Babelsberg. Als er die Steine fallen ließ, der Dormel. Und wir haben ihn gesehen in dem Stück bei der Gründung des Klosters in Fulda. Ja, hier machen wir schnell, mir tut der Arm weh. Ja. Und als Vierter unser... Ritter des Abt zu Fulda, Fingerhut, unser tapferer Ritter, der etliche meiner Genossen, nein, meiner Kameraden, getötet hat. Ja, und zuletzt du. Die Kamera, ich hab mich doch schon vorgestellt. Achso, ich bin der Urmel aus dem Eis, Ritter Hermann von Blankenwald zu sehen. Und als Sturmius, nee, als, wie hieß denn der nochmal? Bonifatius. Als Bonifatius, nicht als Bonifatius, sondern als Sturmius, der das Kloster zu Fulda gebaut hat. Und als Kälte, als wilder Kälte. Als Isig-Kalle. Und nun gibst du mir mal die Kamera. Und das muss ich selber, das ist unser Kameramann und zweiter Sprecher bei unserer Story zu. Ich bin synchronisiert worden. Du bist synchronisiert. Schau ich doch selber was. Dino. Nochmal was. Ich muss weg. Nochmal. Ich bin nicht gern vor der Kamera, ich bin lieber dahinter. Ja, du bist eher der Hintermann. Afterburner oder was? Afterburner. Ja. Schick. Und übrigens der die ganze Idee überhaupt erst hatte. Und die Scheiße zusammenschneiden muss. Ja, das auch. Viel Spaß dabei. Danke. Speck darum. Speck? Wo gibt's Speck? Ach hier, wir müssen doch erwähnen, dass wir heute Karfreitag haben. Und du heute Morgen Wurst gegessen hast. Warte mal, Karfreitag, wo ist denn die Wurstverpackung? Hier, der Fisch. Extra Fisch. Heute Karfreitag, Räucherlachs und Käse. Und die Wurst haben wir zu. Und für die Antichristen, die da hinten stehen, gab's Wurst. Das hat nur er gegessen. Schenkewurst. Er was? Ich? Nein, er was. So, Ende aus. Banane. Ende. Ja, heute haben wir Generalprobe im Bürgerhaus gehalten, um die Vorgeschichte einzuplanen von Andreas und Tommy Häufchen, wie wir überhaupt zu der Zeitreise kommen. Andreas hat nämlich seit gut anderthalb Jahren an dieser App gebastelt und die ist erst einen Tag vorher so in der Chronik. Also 2.0 Version. 1.0. Die 2.0, genau, ist erst fertig geworden und deswegen konnte er auch bloß eine Szene, beziehungsweise nicht eine Szene, nur einmal die Sache ausprobieren. Und somit hat er die Tageszeitung vom kommenden Montag, 27. April 2015, schon für den Samstag, 25. April 2015, mit ins Bürgerhaus gebracht, um den Beweis zu liefern, dass seine App funktioniert. Genau, und demnächst, wenn da oben nicht mehr der weiße Opel steht, sondern ein Porsche Carrera am Hof, dann habe ich die Lottozahlen von den 3 Wochen rausgekriegt. Ohne dass die App natürlich auch noch eine super Renner
wahrscheinlich wird auf der ganzen Welt. Richtig, wie das Leben so spielt, können wir uns jetzt nochmal ein paar Outtakes angucken. Weil speziell beim ersten Dreh ging es nur Auto. Wum, wum. Genau, was für ein Scheiß. Wahnsinn! WhatsApp! Oh! Ein mittelalterlicher Weg, schon vor Christus Geburt, wurde Handel betrieben. Jetzt weiß ich dann mehr weiter. Ein alter Weg? Ein altes Auto? Verdammt. Weiter. Zu spät. Jetzt schickt's aber, wenn du noch einmal hierher fährst. Das... In welcher Zeit befinden wir uns hier? Break. Da, wo Autos fahren. Das muss der Ort des Wegs sein. Cool. Eine mittelalterliche Autobahn. Stimmt, da kommt schon wieder ein Auto. Ich werd doch das Ganze. Oh, schau da. Schau da, da kommt ein Auto. Schon wieder. Verdammt. Ein Weg, ein Auto, Wahnsinn. Autobahn. Auf der Autobahn und bin wieder auf der Autobahn. Guck mal, was ist das da hinten? Ein Weg. Wir haben das Eisen vergessen. Stein für Stein. Jahrhunderte. Jahrhunderte lang wird es dauern. Scheiße, jetzt habe ich da viele. Aggressiv, der Typ, oder? Ja, die sind immer aggressiv. Immer auf der Flucht. Immer schutzgebunden und leck mich doch am Arsch, Mari. Ja, die Radka Basilika wurde gebaut nach dem Scheiße. 791 baute er dann die Radka Basilika in Fulda. Wir sind viel zu früh. Greifen wir zum Schwert und helfen ein bisschen nach. Schmerzen muss leiden. Meine Böhne! Aber gut. Scheiße! Was wollt ihr dann hier machen? Ja, hier die Heiden bekehren. Entweder mit unserer Schrift, unserer eigenen Schrift, oder mit ein bisschen Gewalt. Ups. Und los. Ho, ho, ho. Oh, oh. Du mei, wo sind sie jetzt hin? Ich weiß auch nicht. Du Scheiße. Fangen wir noch von vorne an. He? Adalbert von Schleifrass wurde im Jahre... Scheiße. Ho, 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 ho. Oh. Du mei, wo sind sie jetzt hin? Was war das? Oder mit ein bisschen Gewalt. Ho, 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 ho. Sonst funktioniert's nicht. Ich wusste gar nicht, dass der Sturm jetzt so ein wilder Rabauke ist. Ah, Mann, lass uns erst mal richten. Andreas, wollen wir erst mal ein Interview mit denen machen? Das haben wir doch eben schon gesagt. Ja, okay. lieber Herr Mönch, können Sie bitte sich mal kurz vorstellen für unsere Zuschauer hier im Saal im Bürgerhaus zu Blankenau? Ich bin Sturmherr. Ich bin Sturmius und Bauherr zum Kloster von Fulda. Oder zur Not mit ein bisschen Gewalt. Ups. Schmerzen können nicht schaden. Ich habe in die App eingegeben 1280. Und jetzt überlege ich mal, was war denn 1280? Das war die Zeit des Klosters in Blankenau. Scheiße. Berdi, dass ich nicht lache. Eher Party. Ja, wir pflegen hier den Klostergarten.
Quatsch! Ich hab Scheine gebaut. Die Batrades. Batrades! Und wir haben einen riesen Arsch. Damals wurde der Propst Emilian von Rietheim ganz bestialisch ermordet von einem Kaspar Kiesel aus Blankenau in der Verbundenheit mit einem Hermann Kiesel und was weiß ich. Kannst du mal auf die Jahreszahl schauen? 1899. Nee, das war 1699. Als der Kaspar Kiesel in der Verbundenheit mit dem Heinrich Kiesel, seinem Bruder, der Soldat in Fulda war, und dem Herrn... Scheiße! Scheiße. Wie heißt das? Scheiß Heinrich Bayer! Psst! Dass er noch da ist. Zwei der Mörder sind in die Propstei eingedrungen und haben den... Kaspar Kiesel und sein Bruder, der Heinrich Kiesel, sowie der... Anna-Idiot. Und ist losgelaufen. Nach dem Mord sind beide weggesprungen. Mein Gott! Boah! Hier, eine aufregende Zeit, die Zeit des Klosters. Jetzt... Was? Hast du schon geflüchtet? Der Mörder! Mörder! Hier. Mein Herz. Und meine Seele. Er lehrte... Hilfe zur Selbsthilfe. Scheiße, Mann. Das heutige Propsteigebäude wurde? Hier in Blankenau. Sie wurden gerädert, gevierteilt. Ihre... Bam. Exkremente. Nee. Die Täter haben gleich gestanden und wurden im gleichen Jahr, im Mai... Erledigt mit MG. Nee, wir sind einfach nur Zeitreisende und ja, wir reisen durch die Zeit. Wir sind Reisende, wir sind Zeitreisende. Wir sind Zeitreisende? Ah! Habt ihr schon Wegzoll gezahlt? Ich bin nämlich der neue Burgherr. Hier, Ritter von Hermann. Ritter Hermann von Blankenwald. Nein, nicht wackeln. Ritter Hermann von Blankenwald. Das muss der Hermann von Blankenwald sein. Großes Schwert, große Fresse. Ich habe eingegeben 1230, der Burgenbau zu Blanken. Na, no, noch einmal. Habt ihr auch schon unten Wegzoll gezahlt? Nee, war noch nicht offen. War noch nicht offen? Verdammt nochmal! Seid ihr offen! Ihr seid Reisende! Scheiße. Oh, spannend. Die sind ja höchst professionell. Na? Oh! Wer seid ihr denn? Schickt euch der Ritter von Ziegenhain oder gar der Ritter von Wartenberg? Scheiße. Der Burgenbau zu Blankenau. Simon von Blankenwald. Oh, scheiße. Simon von Schlitzwart. Ha! Ich! Ah! Oh. Mann, Mann. Arbeitsunfall? Nein, 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 in die Berufsgenossenschaft kommen. Text vergessen. Oh. Ah, wer seid ihr denn? Schickt euch der Ziegenhainer oder mein Freund Ritter von Wartenberg oder ach, sogar Scheiße. Die kommen her. Blankenaus Geburtsstunde ist geschlagen. Hier. Ja. Oh! Ey, das ist mein! Der hat mehr Durst wie ich. Ja. Sagst du mir! Die Geburtsstunde von Blankenau. Und wir mitten dabei. Ich kenn dich doch! Und weißt du was? Richtig geil. Da hinten haben sie schon Angersbach gebaut. Cool. Ihr dürft anhalten. Stopp! Der andere hat das andere Schwert. Bam, bam, bam! Das ist das Ego. Seid ihr das abgehoben? Ritter, vereinigt euch! Weg mit den Schamhahn! Freie Einfahrt!
Volk von Angersbach! Jeder hat davon auch mal einen Hund hingekackt, gell? Ich esse es ja nicht. Gut so. Jeder Tag geil. Ja, das kommt gut. Das ganz laut. Boah, das siehst du ja gar nicht, du. Richtig! Gestern, hey, wer kam auf die Idee mit den scheiß blöden Kunden? Da sieht man überhaupt nichts. Schau mal, Jack. Meine Frau hat sich den ganzen Abend hingesetzt. Scheiße, ich konnte mich euch melden. Ich mach doch nicht mehr mit. Du warst bescheuert. Ihr braucht ja gar nichts zu sehen. Hauptsache, ich werde sehen. War. Wir müssen die Löcher größer machen. Kamera, kann er leiden. Hörig Herr Rohnes werde ich genannt. Bin Herrscher vom ganzen Judenland. Wir haben's drin. Juhu. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt Sachen im Leben, die wird man nie vergessen.